Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Minecraft Let's Play. Ich habe mich dazu entschieden, wieder einen Minecraft Let's Play zu starten, nachdem ich ja jetzt so eine ganze Weile ausgesetzt habe. Befinden wir uns hier auf einer Direwolf Map bzw. eine Modpack. Ups, aua. Ja, und ich habe hier vor, ein bisschen zu bauen im Singleplayer. Und zwar aber definitiv und auch unwiderruflich lediglich im Singleplayer. Hier wird es kein Multiplayer geben. Und ich habe auch so ein paar Ideen, was ich hier bauen möchte, muss mich aber natürlich hier erstmal auf der Map zurechtfinden. Deshalb werden wir jetzt erstmal... Granit, okay. So sieht der hier aus. Werde mich jetzt hier erstmal ein bisschen umschauen. Wir werden mit Sicherheit in dieser Folge einen... Nein, sind es Lamas? Lama. Kühe. Krass. Ja, ich habe mich für ein Direwolf-Pack entschieden. Schafe gibt es ja auch. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Direwolf-Pack einfach aus dem Grund, weil es hier... sagen wir mal, viel verschiedene Modifikationen gibt. Ich nehme gerade ein bisschen Sand mit, weil ich Erde mit. Weil ich hier ein bisschen dieses Wasser abgraben möchte, was hier überall rumfließt. Während wir die Karte erkunden. Wir brauchen nämlich alles ein paar Ressourcen. Die müssen wir ja nicht unnötig verschwenden. So. Was tue ich hier denn? Ich möchte nach oben. Aber ich möchte auch nicht hier hässliche Erdblöcke hinterlassen. Oh Mann. Sollte man etwas sehen, das ich schon länger nicht mehr gespielt habe? Es wird unweigerlich sichtbar bei der dummen Spielweise, die ich hier an den Tag lege. So, ich würde jetzt gern hier noch das Wasser ein bisschen abgraben. Wobei ich glaube, dass ich hier schon einen relativ guten Platz zum Leben gefunden habe. Oh, hier ist der Dings-Mod wieder drauf. Sehr geil. The Morph-Mod. Das heißt, wir können fliegen, sobald wir
irgendein Tier getötet haben, das fliegen kann. Komm. Oh, doofe Kuh. Okay. Fleisch haben wir ein bisschen was. Hier können wir ein bisschen Erde setzen. Das stört das Allgemeinbild nicht. So. Und ich denke, wir haben ja eigentlich einen recht coolen Platz zum Bauen. Aua. Und dann sollten wir uns schon mal an die ersten Werkzeuge machen. Weil wir brauchen auf jeden Fall einen Ofen. Hunger haben wir jetzt schon einiges. Und dann geht auch natürlich wieder alles, wie ihr es von Minecraft kennt, viel schneller. Generell möchte ich hier im Asia-Team bauen. Was ich auch verändern wollte, war die Lautstärke. So. Och nee. Okay. Ich hatte gehofft, dass das Texture Pack trotzdem funktioniert. Tut's aber nicht. So. Texture Pack Probleme mit dem John Smith. Waren ja angekündigt. Sind auch wirklich eingetreten. Aber, ja, jetzt haben wir eben kurz mal Vanilla. Beziehungsweise eine Weile. Wenn ihr ein cooles Texture Pack habt. Es sollte in Richtung asiatisch, altbacken, in die Richtung gehen. Wenn ihr da ein Texture Pack habt, dann schlagt es mir einfach mal in den Kommentaren vor. Dann kann ich mir das anschauen und überlegen, ob das für mein Vorhaben hier das Richtige ist. Oh yeah, hier ist gleich eine Höhle. Palms Harvest Craft ist auch drauf. Das heißt, wir haben viele, 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 viele Lebensmittel dann wieder. Das freut mich ja immer. Da können wir ordentlich was zimmern. So. Das reicht aber jetzt erstmal. Jetzt werden wir uns hier mal einen Grundstock einrichten. Die Grundwerkzeuge machen. Und dann war es das erstmal für heute wahrscheinlich. Wir müssen ja noch ein bisschen Eisen, Holz sammeln. Und auch Stein. Höher. Und es wird, glaube ich, auch schon irgendwie Nacht. Das heißt, wir haben sowieso nicht mehr viel Zeit. Strings nehmen wir auch mit. Ja, gut. Dann baue ich mir mal schnell. Irgendwo brauche ich ein Haus. Kloppe ich mir hier hin. Nein. Ich mal genug Holz dabei gefunden oder was? So, ich will extra hier gleich so bauen. Dass wir innen drin safe sind. So.
Und dann pflanzen wir uns hier schnell noch ein Crafting Table hin. Ein bisschen Holz bräuchte ich aber noch. Die ersten Zombies sind nämlich auch schon da. Also zack, zack. Bisschen Beeilung. Nicht, dass wir gleich in der ersten Nacht überrascht werden. Geht jetzt alles nicht weg, weil daneben dran noch ein Baum ist. Okay. So far, so good. Crafting Table haben wir. Dahin. Und dann schnell eine Türe gebaut. Geht immer noch so. Sehr gut. Und rein da. Okay. Ein Werkzeug können wir uns jetzt auch hier bauen, weil wir ja direkt am Berg unser Lager aufgeschlagen haben. Können wir zum einen unsere kleine Bauhütte vergrößern. Und zum anderen die nützlichen Ressourcen gleich mal abgraben. Das ist ganz praktisch. Und so lieben wir ja Minecraft. Praktisch orientiert. Da sind natürlich die Zombies schon unterwegs. Gut, das reicht für einen Ofen. Den stellen wir aber dahin. Crafting Table muss auch nochmal umplatziert werden. Dann haben wir die Kohle hier noch weg. Oder ist noch mehr? Verdammt. Okay, aber das bleibt unsere Reserve. Weil eine Kiste hätte ich auch noch gern. Oder zwei. Eine Doppelkiste natürlich noch lieber. Gucken wir gerade mal, ob wir den Crafting Table noch wie geht denn das jetzt? Hier haben wir ihn. Kann man denn da draus machen? Tool. Nee. Crafting Station. Die wollte ich haben. Was? Disable due to dupe bug. Schade. Hätte ich gern gehabt. Nein! Okay, dann können wir hier mal unser ganzes Essen reinhauen. Und was wir dann noch so alles gefunden haben. Die Bücher haben wir auch da rein. Astral. The Run Pro Breed Me. Okay. Bücher haben wir auch alle rein. Open Computers. Mining Turtle. Mining. Nein. Tinker. Okay. Tinker's Construct gibt's.
Der ist auch schon mal okay. Ich denke, hier werden wir unseren Schacht nach unten machen. Das wird dann schon sehr praktisch. Weil ich denke, von unserem Haus aus müssen wir eben in die Unterwelt. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5 tief. Ja, das passt. Und er hat es auch schon Kupfer. Wenn dahinter jetzt natürlich gleich eine Höhle ist, dann ist er Bombe. Aber das müsste nicht mal sein. So, jetzt können wir uns Steinwerkzeug machen. Zumindest eine Spitzhacke. Damit sollten wir auch genau das Kupfer schon abbauen können. Und es geht natürlich auch schon viel schneller. Wenn wir hier jetzt auch gleich noch Eisen finden würden, wäre richtig imba. Aber wir wollen ja nicht. Oh, wir wollten unser Fleisch braten. Wir müssen uns Essen organisieren. So, hier. Dann warte, können wir... Yo, Tiny Pile of Coal ist besser, weil dadurch eben nur ein Kohle verbraucht wird. Also 1 zu 1 Kohle. Davon brauchen wir auch noch welche. Sollten uns nämlich ein paar Fackeln machen. Grabe ich hier gerade mal noch die restliche Kohle aus. Ich hoffe mal, dass wir nicht oben das Ding anstechen, dass die Zombies runterfallen. Nee, passiert nicht. So, und das wird auch ein sehr pragmatisch praktisches Haus. Deshalb wird man hier auch nicht so viel designtechnisch erledigen, sondern es wird einfach Cobblestone. Wie immer mit Stufen nach unten. Ach so, warte. Fackeln wollte ich noch machen. So, Fleischbrät, das ist auch schon gut. Ups. Gleich mal wieder daneben platziert. So, klein aber fein. So soll es sein. Was ein Rhyme. So, hier kommt gleich noch eine Chest hin mit Erzen. Dann haben wir die auch schon vor einsortiert. Und hier, Leder kann man auch wegtun. 12 Fleisch. Sehr nice. Ja, ich möchte jetzt wirklich wieder mehr Minecraft zocken. Wenn es klappt, natürlich. Hab ja auch im Moment Let's Play Farming Simulator, Landwirtschaftssimulator 2017 noch am Laufen. Das wird weitergehen.
Da spiele ich ja auf der Basel-Map. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen, falls ihr es noch nicht getan habt. Freue mich wie immer über jeden, der zuschaut, der mir Resonanz gibt. Positiv und negativ. Ja, so ist es ja nicht. Negative Kommentare bringen dich eigentlich weiter. Beziehungsweise Kritik. Ja, so möchte ich es jetzt mal nennen. So, hier finde ich allerdings im Moment gar nichts. Außer eine kaputte Spitzhacke. Hier machen wir auch mal gerade Cobblestone rein. Brauchen wir ja nicht so viel jetzt im Inventar. Wie immer die Gänge so hoch, dass man bequem laufen kann.